Der 98.0 Pure FM Radiokrimi. Die Hinrichtung. Authentische Kriminalfälle. Von Autor Bernd Hesse. Erschienen 2018 im Verlag Das Neue Berlin. Jetzt exklusiv auf 98.0 Pure FM Frankfurts Stadtradio. Raimunds Elternhaus, aus dem er ausziehen musste, nachdem seine Eltern in ein Pflegeheim gezogen sind, wurde zwangsversteigert. Nun lebt er bei seiner Freundin, die ihm unmissverständlich klargemacht hat, dass er endlich zum Lebensunterhalt selbst etwas beitragen soll. Es kommt zum Streit. Die Versöhnung geschieht auf die alte Tour. Doch in Raimund brodelt es weiter. Mann, das kann doch nicht sein! Na, willst du es noch einmal machen? Das entspannt dich sicher. Nein, ich sag dir schon, wenn ich mit dir vögeln will. Was ist denn los? Ich will wissen, wann der Ersteiger nun auch rechtlich Eigentümer des Hauses wird. Sie haben es ersteigert und nun gehört es Ihnen. Mann, bist du bescheuert? Das heißt doch noch lange nicht, dass denen die Bude gleich gehört. Das heißt, ja, Zuschlag, Eigentum, also hier steht schon, dass mit einem Zuschlag das Eigentum übergeht. Tja, siehst du. Auf einer anderen Seite steht, dass man erst dann Eigentümer wird, wenn der Grundbucheintrag erfolgt. Und das soll sogar bei einer Zwangsversteigerung gelten. Ja, und was gilt nun? Das weiß ich doch nicht! Ich bin doch nicht die verfickte Rechtspflegerin, die den Zuschlag erteilt hat. In diesem scheiß Internet darf heute jeder Idiot alles reinstellen. Und wofür ist das wichtig? Ich hab dir doch gesagt, dass ich die Bude abfackeln werde. Hast du den Verstand verloren? Ja, was denn? Meine Eltern freuen das auch, wenn diese Arschlöcher das Haus nicht bekommen. Die werden mich schon nicht anzeigen. Ist dir nicht klar, dass da ganz was Böses auf dich zukommt? Mensch, vielleicht wirst du dabei auch noch selbst verletzt. Du machst einen riesen Fehler. Ich? Die haben einen Fehler gemacht. Die haben sich an meinem Elternhaus vergriffen. Daran vergreifen willst du dich doch. Du willst es zerstören. Wenn du das durchziehst, kannst du hier wirklich gleich ausziehen. Gute Idee, ich verschwinde. Wo willst du denn hin? Geh dich überhaupt nichts an. Ich fahre zu Adrian. Auf den kann ich mich wenigstens verlassen. Ey, Digga, was willst du denn hier? Na, das ist ja mal eine sehr freundliche Begrüßung. Freut mich auch, dich zu sehen. Ja, ey, was willst du denn eigentlich? Letztes Mal hatte ich ein Faltchen und ein paar gebrochene Rippen. Meine Freude hält sich echt in Grenzen. Du laberst schon wie meine Alte. Hast ein Bier? Steht im Kühlschrank. Bedien dich selber, Digga. Was geht denn bei dir? Die Alte nervt. Ständig mischt sie sich in meine Angelegenheiten ein. Zurück kann ich auch nicht, mein Haus ist weg. Das Haus deiner Alten? Ja, wurde zwangsversteigert. So ein Schickimicki-Scheißdreckpärchen hat es gekauft und will es jetzt als Wochenendresidenz nutzen. Und was hast du jetzt vor? Ich will denen ein kleines Abschiedsgeschenk verpassen. Das ganze Haus abfackeln, bis nur noch Schutt und Asche übrig ist. Also wenn du erwischt wirst, gehst du für ein paar Jahre in den Knast. Dann lasse ich mich eben nicht erwischen. Du könntest ja Schmiere stehen. Sobald sich jemand nähert, hauen wir ab. Naja, ich kann ja meinen alten Kumpel nicht hängen lassen. Hast du eine Karre? Klar, lass uns gleich fahren. Ich habe eine Mordswut im Bauch. Du weißt ja, was passiert, wenn ich den Druck nicht ablassen kann. Veilchen, ein paar gebrochene Rippen. Ach Schatz, ich bin so aufgeregt. Wir sind jetzt stolze Hausbesitzer. Ha, jetzt wartet erstmal jede Menge Arbeit auf uns. Ja, aber wir haben es in der Hand. Wir könnten sofort loslegen. Mal halblang. Das Haus läuft uns doch nicht weg. Wir könnten ja auch gleich. Jetzt? Um diese Uhrzeit fahren wir mindestens anderthalb Stunden, wenn nicht länger. Aber so lange wird es ja künftig auch dauern. Ach komm schon, wir haben doch sowieso nichts weiter vor. Ach, gib mir noch 15 Minuten, dann können wir starten. Und was willst du jetzt machen? Weiter als vor die Haustür kommen wir ja nicht. Wieso? Ich hab doch noch einen Schlüssel. Den habe ich mir vorsorglich nachmachen lassen. Du Fuchs. Na komm, lass uns reingehen. Scheiße, der Strom ist abgestellt. Na und? Ist doch hell genug. Dann gibt es auch kein Gas mehr. Wie soll ich jetzt das Haus in Brand setzen? Du kannst doch den Tank von deiner Karre anzapfen. Das knallt genauso schön. Du hast doch gesehen, dass nur eine Pfütze im Tank ist. Ich fahre sowieso nur noch auf Reserve. Da vorne steht ein Hammer. Los, fang mit der Fensterscheibe an. Als nächstes nehme ich mir die Heizungsanlage vor. Also, wenn du so richtig Schaden anrichten möchtest, dann schneid die Kabel ganz nah an den Wänden ab. Warum? Na, ist doch klar. Dann können die nicht so einfach geflickt werden und müssen komplett neu verlegt werden. Im Flur liegt eine kleine rote Säge. Bring sie mit zum Auto. Sie gehört ja meinem Großvater und jetzt mir. Ich kümmere mich um die Treppe. Ey, sind Sie völlig durchgeknallt? Das ist doch der Typ, der bei der Versteigerung war. Der behauptet hat, die Treppe gehöre ihm. Ich rufe jetzt die Polizei. So ist das nun mal, wenn ein Haus unter den Hammer kommt. Ich hör ab. Mann, du weißt doch, ich bin auf Bewährung. Lassen Sie den Hammer fallen! Das ist ja ein Chaos. Was ist hier denn vorgefallen? Da, der Verrückte ist unser Haus eingedrungen und zerstört unser Eigentum. Dem müssen Sie Handschellen anlegen, der ist doch gemeingefährlich. Jetzt mal der Reihe nach. Mein Kollege verschafft sich einen Überblick und fotografiert den Tatort. Sie begleite ich in unser Fahrzeug. Dort bleiben Sie, bis ich die Aussagen der beiden Zeugen aufgenommen habe. Gut, so bringen Sie ihn weg, bevor er hier noch mehr Schaden anrichtet. Ich hole die Kamera. Soll ich Verstärkung rufen? Nein, das schaffen wir allein. Fangen wir mit Ihnen an, Frau... Schmidt, Irina Schmidt. Also wir sind ungefähr 10 Minuten vor Ihnen eingetroffen, dann trafen wir auf diesen Mistkerl. Ich bin soweit durch. Die Personalien von Herrn Gerber habe ich aufgenommen. Gut, dann lasse ich ihn jetzt gehen. Wie?
gehen? Wird der Kerl nicht verhaftet? Nein. Fahren Sie nach Hause. Wir melden uns morgen bei Ihnen und besprechen dann alles Weitere. Komm, Schatz, lass uns fahren. Ich verstehe nicht, wie Sie ihn einfach laufen lassen können. Als nächstes brennt der Irre noch unser Haus ab. Der bekommt von uns einen Platzverweis und eine Gefährderansprache. Ob Raimund seiner gerechten Strafe zugeführt wird und Wiedergutmachung leistet, erfahren wir in der nächsten Woche. Die Hinrichtung. Authentische Kriminalfälle von Autor Bernd Hesse. Erschienen 2018 im Verlag Das Neue Berlin. Auch nächsten Sonntag wieder um 19.45 Uhr. Exklusiv auf 98.0 Pure FM, Frankfurts Stadtradio.